Meine sehr verehrten Damen und Herren, erlauben Sie mir, ein Bild zu nutzen. Wer Fischbestände konsequent schützen will, der führt doch auch keine Steuer auf Fisch, oder um in Ihrer Logik zu bleiben, der führt doch keinen Fischfestpreis ein, sondern er wird was tun? Er wird Fangquoten festsetzen. Eine solche Quote, ein Limit, brauchen wir für CO2. Wo das dann eingespart wird, sollte eben nicht Entscheidung von Politikern sein. Freut mich, dass ich Sie erheitere. Die Fische werden es mir danken. Sondern es ist eine Frage von Angebot und Nachfrage sein. Und das absehbare Verfehlen der Klimaschutzziele wird unnötig teure Folgen haben. Die Bundesregierung wird Folgendes tun. Sie wird dann im europäischen Ausland auf Zertifikate-Shopping-Tour gehen müssen, um diese jetzt schon absehbare Lücke in den ersten Jahren zu stopfen. Und das ist Pech. Pech für den Steuerzahler in Deutschland, denn der muss erst die nationalen Maßnahmen bezahlen und später dann auch noch den Zukauf von Emissionsrechten. Ich finde, auch das sollten die Bürger in unserem Land wissen.